Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Yes, Hikaru! Und wir gucken uns heute zwei anscheinend heiße bulgarische Sängerinnen an, die ihr oft kommentiert hattet. Und zwar geht es um Gary Nicole, zu der wir schon mal eine Reaction gemacht haben zusammen. Und die andere ist Tita. Da bin ich auch gespannt. Okay, man munkelt, dass die beiden heiß sind. Die sind bestimmt heiß. Also Gary schon mal. Aber das Lied ist ja vier Jahre zurück. Also okay. Da war sie, glaube ich, 16, 17 Jahre alt. Okay, also sehr jung und da hat sich I'm the Queen. Fangen wir mal an. Krass mit so einem krassen Filter und so weiter. Von der Stimme Okay, von der Stimme ist schon echt krass. Also sie war schon. Hat sie hier an Hailey Duff erinnert? Vorher wirklich. So Rihanna, Hailey Duff? Ja. Oder? Ja, doch in der Richtung. Ja, doch. Aber er ist mega krass. Und das schon mit 16 so. Dieser Style. Krass, der Style ist mega. Wie so ein Clown. Ja, und dieser Hase so. Ach krass. Wow, diese Stiefel, High Heels. Okay. So krass. Da steht auch so Bang drauf. Vor allem ist sie so jung und dann kennt man so nicht eigentlich, aber im Balkan ist das ja. Ja, im Balkan normal. Ist das ja, glaube ich, Standard. So. Sex Cells. Oh. Ah, das ist voll wie. Oh Gott, wie ist denn der Alice in Wunderland? Ja, genau. Ja. Eine Mischung aus Joker und Alice im Wunderland. Die Stimme ist mega. Ich bin aufs Gebäude vergangen. Also passt eigentlich perfekt, so Mittelalter-Setting. Nice. Also wenn du. Ich glaube, Leute fragen wir es, man kann gar nicht drauf kommen, dass sie 16 sind. Krass. Oh. Okay. Nice. Also, die wirkt älter, weil sie strahlt auch so eine irgendwie so Erfahrung, also so Selbstsicherheit auch. Als wäre sie da schon. Ja, aber schon allein, wenn du die Schminke und so weiter guckst, das sieht aus nicht wie 16. Du denkst dir. 20 vielleicht. Ja. Das ist schon krass, was man so alles machen kann. Krass. Ich glaube, die Tattoos vorher so wie so halt Schlangen. Die Finger aus Schlangen. Ich glaube, das sind keine echten Tattoos, denke ich mal. Ich dachte schon, das ist ihr Thron mit dem Skelett, aber. Ja, auch creepy. Schau mal, der Boden ist aus den creepy. Karten. Ja, ja. Und hier überall Spinnennetze so. Nice. Nice. Hat schon was. Ja, jetzt hat echt was. Hat der gerade einen Joint im Mund, der. Alter, das sieht protzig aus. Okay, das ist ein nice Set. Oh, der Bass, krass. Nice gemacht. Wow, das ist... Oh, voll hübsch. Ich dachte schon, sie hat einen Ausschlag hier, aber es ging nämlich. Also die Outfits und so weiter sind mega krass.
das schon, wundert mich, dass sie nicht bekannter ist, normal. Inwiefern? International? Ja, international. Also ich habe auch nichts von der gehört. Aber auch allgemein vom Balkan her hört man auch weniger. Ja. Aber gut, dass es Leute gibt, die es dann so empfehlen. Und ja, dann kann man so, weil ich glaub, Entdeckungen machen. Würden die es nicht empfehlen, so hätten wir keine Ahnung von ihr. Stimmt. Dann würde ich wahrscheinlich nur aus dem Balkan Thailand und Dafina kennen. Mehr würde ich wahrscheinlich nicht kennen. Aber das ist schon krass, echt. Ja, das war das. Jetzt kommt Tita mit. Ich kann es nicht lesen. Tita. I don't know. Ich kann es auch nicht lesen. Kyrillisch. Okay, das ist eher so Schulsetting. Das ist Tita. Bang bang. Das Hemd explodiert gleich. Also. Das ist auch cool, so Comic-Style. Ja. Der Bass ist schon. Das ist echt nicht schlecht. Und die tanzen auch hier. Das ist so eine richtige Disco-Mucke. Oh. Peitscht mich aus. Die hat Spaß dran. Go, Mami. Auf jeden Fall nice. Gefällt mir auch, dass sie so tanzen. Oder? Ja. Vielleicht war sie zu sehr böse. So viel Schokolade. Oh mein Gott. Schon gut. Ach krass, ich dachte, das ist so ein CGI. I don't give up. Sieht auch viel, also es ist nicht nur ein Setting oder so, ein Outfit, da gibt es so einiges zu sehen hier auch. Und die Musik ist schon cool, ihre Stimme auch. Und halt. Oh, Party-Feeling. Da wir Gary Nicole schon angeschaut hatten, hatte ich schon sowas erwartet gehabt. Yo. Aber Tita kannte ich jetzt nicht so und deswegen war das schon cool, was ich da gesehen habe. Hat mir schon gefallen. Also beides auf jeden Fall krasse Künstlerinnen. Also lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Das stimmt, Karol. Das stimmt. Genau. Schreibt gerne in den Kommentaren, welche der beiden Künstlerinnen euch mehr gefällt. Gary Nicole oder Tita. Falls ihr mehr Vorschläge habt, mehr bulgarische Künstlerinnen kennt, die wir unbedingt abchecken sollten, weil die echt heiß sind, dann schreibt es gerne auch in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio!